Hey Leute, da momentan viele Freunde von mir in der engeren Umgebung schwanger sind, wollte ich heute ganz gerne mal ein Video über die Schwangerschaft machen. Dieses Video wird ganz oberflächlich, sage ich mal, also ich werde einfach nur die absoluten Basics anreißen. Wenn ihr noch irgendwelche weiteren Videos zum Thema Schwangerschaft sehen wollt, dann stimmt einfach mal hier oben beim i ab oder schreibt unten in die Kommentare, was ihr über das Thema Schwangerschaft genau wissen wollt. Wie kann man denn jetzt überhaupt schwanger werden? Man kann schwanger werden, wenn die Samenzelle des Mannes, auch Spermium genannt, mit der Eizelle der Frau, auch Oozyte genannt, miteinander verschmelzen. Einfach ausgedrückt kann man schwanger werden, wenn man ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, auch Koitus genannt. Die Schwangerschaft beginnt also mit Befruchtung der Eizelle und dauert im Schnitt 40 Wochen Postmenstruationen. Postmenstruationen bedeutet nach der letzten Regelblutung oder wie die beiden Boys gesagt haben, nach der Erdbeerwoche. Ab wann merkt man denn jetzt, dass man überhaupt schwanger ist? Es gibt da unsichere Schwangerschaftszeichen. Die gängigsten sind Ausbleiben der Menstruation, also der Regelblutung, Übelkeit, Erbrechen und Spannungsgefühl in den Brüsten. Ein sehr sicheres Schwangerschaftszeichen ist der Schwangerschaftstest. Mit dem könnt ihr eine Schwangerschaft 6 bis 9 Tage nach der Befruchtung feststellen. Wenn ihr zu 100% sicher sein wollt, ob ihr schwanger seid oder nicht, dann geht einfach zu dem Gynäkologen eures Vertrauens. Wie verändert sich denn jetzt der Körper in der Schwangerschaft? Dadurch, dass sich der Hormonhaushalt extrem verändert, verändern sich auch die einzelnen Organe. Es hat Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System, auf die Lungen. Da die Lungen nach oben geschoben werden, kann es eben auch zu Atemschwierigkeiten kommen. Das Blut verändert sich, die Darmmotilität, ja, es kann auch mal zu Verstopfungen kommen. Es kann zu Hautveränderungen kommen und der Stoffwechsel kann sich komplett verändern. Und die durchschnittliche Gewichtszunahme liegt am Ende der Schwangerschaft bei ungefähr 10 bis 12 Kilogramm. Das hängt immer noch vom ursprünglichen Body-Mass-Index ab. Wie sollte ich mich während der Schwangerschaft am besten ernähren? Das hier ist jetzt kein perfekter Ernährungsplan, den jetzt jede Frau da draußen genauso anwenden soll. Ich sage nur die wesentlichen Punkte, worauf man sich konzentrieren soll. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Ernährung in der Schwangerschaft, dann schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Während der Schwangerschaft hat die werdende Mutter einen erhöhten Bedarf an Vitaminen und Spurenelementen. Dazu gehören Folsäure, Vitamin B12, Eisen, Jod und Calcium. Die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts bezüglich der Ernährung von Schwangeren zielen hauptsächlich auf die Toxoplasmose und Listeriose-Prävention ab. Grundsätzlich sollten dabei alle ungewaschenen und ungegarten Lebensmittel vermieden werden. Von bestimmten Produkten geht dabei ein erhöhtes Risiko aus, wie zum Beispiel von Rohmilchprodukten, von rohem Fisch und von rohem Fleisch. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr über die Schwangerschaft wissen wollt, dann könnt ihr hier oben einfach mal bei dem i abstimmen oder schreibt mir all eure Fragen einfach unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ansonsten schaut auch mal bei den beiden Boys hier hinter der Kamera vorbei. Andrew Carrido und Min Lee machen auch ziemlich coole Videos. Die Kanäle und die Videos habe ich unten in der Infobox verlinkt. Ansonsten checkt auch mal die anderen Social Media Kanäle von mir aus, wie Instagram, Facebook und auch neuerdings Musical.ly. Bis dahin, bleibt gesund und fit, euer Doc Mo. Ciao.